Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, es stehen weitere, Sie haben es im Referat gesagt, Initiativen an, die kommen werden. Es wird auch über ein Burka-Verbot diskutiert. Wie werden Sie sich verhalten oder wie werden Sie vorgehen, einerseits also in Ihrer Funktion, damit ein weiteres Debakel in Anführungs- und Schlusszeichen verhindert werden kann? Also wir haben in unserem Land zurzeit eher eine repressive Phase und Mentalität. Und die Frage, wie sollen die weiteren anstehenden Initiativen ähnlichen Charakters behandelt werden, ist ein Hauptthema. Nicht nur dieser Tagung, sondern auch der Kommissionen, in denen ich bin. Gerade das Burka-Verbot, das zeigt da eine enorme Kluft auch in den sogenannten liberalen Kreisen. Es gibt ja auch feministische Kreise, die das an sich befürworten. Und es gibt ja nicht nur die SVP, die das will, auch diese Partei ist gespalten in dieser Frage. Also ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeht, obwohl eigentlich alle wissen, dass ein Burka-Verbot reine Symptombekämpfung ist, weil das Phänomen praktisch nicht vorhanden ist in unserem Land. Aber wir haben auch die Unverjährbarkeitsinitiative, die zurzeit umgesetzt wird. Wir haben die Verwahrungsinitiative, wir haben die Ausschaffungsinitiative, wir haben Bemühungen, sämtliche Staatsverträge immer dem Referendum zu unterstellen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich historisch gesehen wahrscheinlich eine eher repressive, gesellschaftspolitisch sehr konservative Phase in der Geschichte unseres Landes. Und es wird darum gehen, mit Gegenvorschlägen möglichst zu verhindern, dass diese Mentalität sich nicht allzu negativ niederschlägt in Verfassung und Gesetzen. Sie haben die Initiativen angesprochen, wir haben die Initiativen angesprochen, die nun kommen werden. Es gibt verschiedene Initiativen, die in argem Konflikt mit den Menschenrechten stehen. Welche Lösungen sehen Sie, um diesen Problemen zwischen direkter Demokratie und den Menschenrechten vorzubeugen? Das ist ein sehr stark diskutiertes Thema zurzeit in Bern. Bis heute hatte man die Praxis, dass man die Initiativen nur dann als ungültig erklären durfte. Das ist auch in der Verfassung so festgelegt, wenn sie sogenannt zwingendes Völkerrecht verletzen. Also wenn jemand verlangen würde, die Einführung der Todesstrafe, der Folter, des Genozids, das wäre sicher ein Ungültigkeitsgrund. Aber die genannten Initiativen, die bewegen sich immer etwa knapp am Rande der Gültigkeit. Und wenn so Initiativen angenommen werden, dann hatte man bisher die Praxis, dass man sie sogenannt völkerrechtskonform angewendet hat. Aber wenn wir nun das Minarettverbot sehen, dann wird es zweifellos so sein, dass wir irgendwann ein Urteil erhalten aus Straßburg, das diese Initiative als nicht vereinbar mit der EMRK erklärt. Und dann werden wir zu entscheiden haben, ja, soll man jetzt die Minarettverbotsinitiative nicht oder nur teilweise umsetzen oder will man die EMRK künden? Das ist dann die Gretchenfrage gewissermaßen, die sich Parlament und Souverän zu stellen hat. Also das kann dramatische Auswirkungen annehmen, wenn diese Tendenz weitergeht. Und es ist zurzeit eine Diskussion darüber, ob man den Katalog der Ungültigkeitsgründe ausdehnen wollte, ob man die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit einführen soll, auch gegenüber Bundesgesetzen und Volksinitiativen, oder ob man ein verstärktes Vorprüfungsverfahren einführen will, der Gestalt, dass die Stimmbürgerinnen wissen, dass im Falle einer Annahme einer Initiative deren völlige Umsetzung fraglich ist aufgrund der völkerrechtlichen Schranken. Das sind etwa die Fragen, die sich uns jetzt stellen.